Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 7. Januar. Heute haben wir dabei CES 2019, Acer, Apple, IKEA, WhatsApp und Lego Herr der Ringe. Beginnen tue ich kurz mit der CES, der Consumer Electronics Show, die wieder wie jedes Jahr im Januar in Las Vegas ansteht. Und von dort werden bestimmt ein paar Neuigkeiten auch den Weg in den Daily finden. Aber eins schon mal vorweg, denn viele Hersteller zeigen auch schon vorab der Messe etwas. Und unsere Freunde von Acer sind auch dabei. Die hatten der Martin und ich ja auf der IFA besucht. Und die haben jetzt kurz vor der CES in Las Vegas das Acer Swift 7 vorgestellt. Das dünnste Notebook der Welt. Es ist nur 8,98 mm dick, also unter 9 mm. Und ja, bringt halt moderne Technik mit einem Intel Core i7, 8 GB Arbeitsspeicher und noch mehr. Für die Details könnt ihr gerne auf den Link in den Shownotes klicken. Der geht zum Mobile Geeks und dort hat unser Mitpodcaster Jan Gruber was drüber geschrieben. Ja, das Gerät soll auch nach Europa kommen, logischerweise, sonst wird es auch keinen Sinn machen, darüber zu erzählen. Und zwar im April für 1699 Euro. So viel dann aber erstmal vorab zur CES und mal zu den normalen Themen. Und eine große Überraschung, Apple und Samsung, werden Freunde. Man glaubt es kaum, denn Apple bringt jetzt iTunes auf Samsung Smart TVs. Samsung hat angekündigt, dass es eine iTunes Movies und TV App geben wird. Die kann man dann entsprechend auf dem Samsung Smart TV, wenn er es unterstützt, installieren. Und außerdem, also die App wird in über 100 Ländern zur Verfügung gestellt und in über 190 Ländern weltweit wird es auf Samsung Smart TVs Support geben für AirPlay 2. Also, es geht ein bisschen voran und nicht mehr nur gegeneinander. Und falls iTunes eure Streaming-Lösung der Wahl ist oder ihr kauft euch da die Filme, dann könnt ihr die jetzt auch bequemer auf einem Fernseher schauen. Was auch sehr bequem ist, ist natürlich das Thema Smart Home. Und da hatten wir auch schon mehrmals im Daily IKEA. Denn die haben ja eine Smartphone-Serie aufgesetzt, die auch schon in diversen Ländern aktiv ist und Sachen dort bietet, die wir in Deutschland teilweise noch gar nicht haben. Und unter anderem auch smarte Rollos, und zwar die Quadrilli und die Fuyetour. Wenn ich es mal richtig ausspreche, ist ja bei IKEA nie so einfach. Denn die sind jetzt auch gelistet auf der Webseite und von daher sollten die demnächst auch in den Läden verfügbar sein. Und man kann dann entsprechend mit einer Drahtfree-Fernbedienung oder per App Rollos hoch und runter lassen. Das natürlich auch zeitgesteuert oder kombiniert, wie es im Smartphone normal ist, auch automatisieren. Und das Ganze kostet dann überschaubare 99 bzw. 119 Euro. Und die Rollos werden online ab dem 2. Februar verkauft, aber können natürlich vorab schon im Laden eventuell verfügbar sein. Das passiert ja bei IKEA ab und zu. Nächstes Thema, WhatsApp. Die haben eine neue Beta-Version für iOS rausgebracht. Da gibt es ein paar eher uninteressante Features, sprich man kann auf Fotos Sticker kleben, man kann Sticker einzeln verschicken, das ist alles nicht so mordsinteressant. Dann kann man sich vorab einen Status auch auf Apple-Geräten mit 3D-Touch vorab anschauen, ohne dass der andere das sieht. Alles schön und gut, aber interessant finde ich die letzte Funktion, die ich hier erwähnen möchte, und zwar ist das eine private Antwort in einem Gruppenchat. Also ganz viele Leute sind im Gruppenchat aktiv, tauschen sich aus und wenn man jemanden privat auf eine Nachricht dann antworten möchte, dann bleibt das auch privat und es bekommt nicht die ganze Gruppe mit und man wechselt eben auch nicht in einen separaten Chat. Das finde ich sehr spannend und bin gespannt, ob das auch später nach der Beta den Sprung in die richtige Version schafft. Ja, nicht den Sprung in die richtige Version, sondern die Entfernung aus digitalen Stores, das ist jetzt bei Warner Brothers passiert, denn die haben aus allen Plattformen, unter anderem aus Steam, die Lego Herr der Ringe Spiele entfernt. Also Lego Lord of the Rings und Lego The Hobbit sind nicht mehr in den digitalen Stores verfügbar.
So richtig genau weiß keiner warum. Man vermutet, das liegt auch nahe, dass die Lizenz ausgelaufen ist. Wenn man das Spiel schon bereits auf einer Plattform gekauft hat, kann man es weiter runterladen. Aber wer jetzt irgendwie einsteigen möchte und das Spiel kaufen möchte, der kann das nicht mehr. Der muss dann wirklich eine physikalische Kopie suchen auf eBay oder auf irgendwelchen anderen Plattformen und dann wirklich noch von der CD, von der DVD spielen. So, und das war's auch für heute. Ich wünsche euch einen guten Start in die erste volle Arbeitswoche oder Schulwoche, je nachdem, in 2019. Und ich hoffe, wir hören uns morgen dann auch wieder. Bleibt positiv. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.